Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Gestern hatte ich ja ein Video hochgeladen zum ersten Teaser und es kamen noch viele weitere Teaser. Ich glaube, einmal kam einer um 18 Uhr, dann kam noch einer, glaube ich, um 21 oder 22 Uhr und dann kam noch einer mal um 1 Uhr. Ist auf jeden Fall extrem krass, dass sie jetzt nicht einfach heute erst den nächsten hochgeladen haben, sondern gestern noch ein paar. Ich werde heute Abend mit dem Teaser, der wahrscheinlich wieder um 16 Uhr rauskommt, auch wieder alle Teaser zusammenfassen, dazu ein Video machen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und heute auch im Item Shop haben wir etwas Besonderes, was nicht auf den Social Media so ist. Und zwar, wenn wir hier in den Nachrichten auf Outfit Versa sind, dann kann man hier auf Nachricht zensiert klicken. Zensiert ist ja das ganze Thema der neuen Season. Wenn man hier raufklickt, dann wird erstmal alles so zensiert und dann sehen wir das hier und das ist ein Teil zum einen vom Teaser, allerdings mit einem anderen Text, da einfach Top Secret steht, werde ich nachher auch noch ins Video einbinden und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Item Shop an, allerdings bevor ich das tue, würde ich mich riesig über ein Abo freuen und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und heute haben wir wieder besondere Angebote im Shop und zwar die Fußballskins. Zusätzlich ist, wie ich es gestern schon vermutet habe, das Herzensbrecher-Paket jetzt auch aus dem Shop raus. Und wir haben heute die Eiskönigin, die kann man ja in Blau, Schwarz, Silber und Gold freischalten. Muss dann eben halt einfach nur ein paar Gegner überleben. Dann hat man das. Dazu gibt es dann die Eisbote-Spitzhacke. Hier hat man die ganzen verschiedenen Stile schon von vornherein. Dann haben wir als nächstes den Tiefentaucher-Skin mit der Kugelhieb-Spitzhacke. Dann haben wir den Rote Jade-Skin, den Cloaked Shadow, den Versa-Skin, wurde ja schon angekündigt. Dann haben wir geschmeidige Moves. Als nächstes haben wir dann noch die Streitaxt. Dann den Billy Bouncy Mode. Und dann noch verdienter Sieg. Heute tatsächlich im normalen Shop relativ wenig, weil hier insgesamt immer nur zwei Gegenstände sind. Ansonsten hatten wir häufig, dass da auch mal irgendwelche Sets mit vier oder fünf Gegenständen waren. Dann haben wir auf jeden Fall noch die ganzen Fußballskins. Bei den Fußballskins kann man hier zum einen die Nummer anpassen. Die steht dann einmal auf dem Rücken und unten an der Hose. Und dann kann man noch die Farbe anpassen, damit dass man irgendein Team auswählt. Ist auf jeden Fall eine nice Funktion. Dann haben wir hier einmal als Grundskin die Spielmacherin, tolle Torschützin, Dribbelprofi und Flankierin. Hier ändert sich natürlich auch das Muster auf dem T-Shirt. Und dann haben wir noch agile Ausputzer, Kopfballer, Mittelfeldmeister und Spitzenstürmer. Als nächstes haben wir dann den Balltricks-Emote. Dann haben wir rote Karte. Dann haben wir noch das Elite-Tappen als Spitzhacke. Dann Vuvuzela. Das ist auch reaktiv. Ich weiß zwar gar nicht genau, was daran reaktiv ist. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir noch das Torgefahr-Set. Den Torgefahr-Gleiter. Und als letztes Lufthorn als Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.